wir haben oder den Motorautosalon und zwar das CarPlay von Apple. Viele Firmen haben dafür unterschiedliche Namen. Hier können wir ein bisschen schon mal sehen, wie es aussehen wird vom Interface her. Und nur zum Hintergrund, am Dienstag wurde es vorgestellt, dass Apple mit verschiedenen Firmen wie Volvo, Jaguar, Range Rover, Mercedes, Hyundai und Honda zusammenarbeiten wird. Dieses Jahr bringen sie noch Autos auf den Markt mit dem neuen CarPlay integriert. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen Werbung dafür, wie das Ganze aussehen wird. Ihr könnt nämlich dann über eure App zum Beispiel den Wagen schon starten, vorheizen und dann alles wirklich schon einstellen, auch aus dem Flieger, wenn ihr landet oder falls ihr noch was vergessen haben solltet, angelassen habt, könnt ihr das auch entsprechend schon einstellen, von der Navigation bis alles mögliche andere. Wenn wir ein bisschen näher kommen, können wir hier das Interface ein bisschen anschauen. Wie ihr sehen könnt, es muss immer ein iPhone 5, iPhone 5S oder iPod Touch, glaube ich, auch geht. Ne, iPod Touch geht nicht. iPhone, also auf jeden Fall alle Geräte mit einem iPhone-Geräte mit einem Lightning-Adapter kann man hier verwenden. Und dann seht ihr hier die Oberfläche, wo wir ganz einfach hier zum Beispiel Musik auswählen können. Wenn wir hier unten drauf gehen auf das mittlere Auto, dann habt ihr gerade gesehen, welche Oberfläche kommt. Hier könnt ihr natürlich noch die Navigation ein bisschen sehen. Jederzeit, wenn ihr unten auf den Sitz draufklickt, kommt diese Anzeige, wo wir die Temperatur einstellen können. Und so sieht der Homescreen aus, wo wir entsprechend hier ein bisschen anschauen können, was wir hier haben. Im Hintergrund könnt ihr sehen, wir können links und rechts gehen. Hier entsprechend das Klima einstellen. Ihr könnt das Ganze per Siri auch steuern, also ihr müsst da nicht mal irgendwie immer touchen. Natürlich kriegt ihr auch immer eure Navigationsinformationen auch direkt beim Board in der Mitte, also soll das auch kein Problem sein. Das Ganze ist übrigens iPad Mini in der Größe. Volvo deswegen, weil Volvo jetzt gerade hier die Demo gemacht hat, aber gleich kommen wir wieder darauf zurück, dass das natürlich, wie gesagt, von 5 Herstellern dieses Jahr und ich glaube über 20 haben sich auch schon als Partner angemeldet, generell hier auf der Autoshow oder auf dem Autosalon, die das auch bald noch bringen werden. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar andere Autos an, die das haben werden, zum Beispiel bei Volvo der E90, der noch im Oktober oder September dieses Jahr auf den Markt kommt. Also lass uns losgehen. Hier haben wir auch schon den Jaguar F-Type, der auch das neue CarPlay integriert haben wird. Natürlich kein billiges Auto, aber ich denke mal, gerade die Apple-Kunden sind im Premium-Segment drin und entsprechend solltet ihr dann natürlich auch hier damit rechnen, dass ihr auch eure Apple-Produkte damit benutzen könnt. Auch dieses Jahr wird das Modell hier, soweit ich weiß, das CarPlay integriert haben. Schauen wir uns die nächsten Modelle an, wie zum Beispiel Land Rover, Honda, Hyundai und andere. Bei Land Rover, die den Range Rover hier haben im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, oder auch nicht, weil hier natürlich Menschen rumtanzen. Aber hier, wenn wir auch CarPlay integriert haben als Option, wird ein interessanter Name hier haben von Land Rover im Range Rover. Und natürlich der Preis mit 170.000 Schweizer Franken hier jetzt gar nicht so billig für das Auto. Aber wirklich ein sehr schickes, aber auch großes Fahrzeug mit 14 Liter Verbrauch. Also einiges, aber genau, wahrscheinlich wird es für die Kunden wert sein. Und schauen wir uns die nächsten Wagen an, die etwas kleiner sind. Und zwar haben wir jetzt hier als nächstes Honda. Die werden nächstes Jahr auch ein Auto auf den Markt bringen oder dieses Jahr noch mit dem neuen CarPlay von Apple. Leider haben sie noch gar keine Informationen, gar kein Produkt hier, das sie ausgestellt haben, noch nicht mal einen Wagen. Deswegen haben wir uns einfach mal zum Logo hingestellt und einen schicken Rennwagen hier im Hintergrund. Aber auf jeden Fall wird Honda auch zu der Gruppe gehören, die dieses Jahr noch einen Favoriten oder ein Auto mit CarPlay auf den Markt bringen werden. Welche Preisklasse oder welches Auto genau, werden wir euch dann noch sagen. Jetzt gehen wir weiter zu den nächsten Hersteller. Und bei Mercedes werden wir auch Apple CarPlay integriert haben, nicht nur in der C-Klasse, sondern wahrscheinlich auch in der S-Klasse, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Diese wird dieses Jahr noch geben. Leider konnten wir euch hier auch nicht genau zeigen, wie es dann drin ausschauen wird, aber ich könnt es euch vorstellen aus den Videos, die Apple schon veröffentlicht hat und den Bildern, das wirklich sehr schön zu gebrauchen sein wird. Also Mercedes, Hyundai, Honda, Jaguar und Land Rover werden die Firmen sein und Volvo nicht zu vergessen, die Apple CarPlay integriert haben werden. Das war's für uns hier von der Auto Show in Genf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.